Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt für ganzheitliche und ursächliche Medizin, niedergelassen in eigener Praxis seit nunmehr 16 Jahren. Und ich möchte einfach heute nochmals eine kurze Geschichte erzählen, eine Anekdote hier aus Italien. Und zwar waren wir heute zuerst in einem Kloster. Sant'Antimo hieß das, und da hat mich besonders interessiert die Klosterapotheke, da diese Mönche tatsächlich unter anderem die Pest behandelt haben, die Pest im Mittelalter, wohl sehr erfolgreich. Daraus folgere ich wiederum, dass es im Mittelalter, da waren ja die Bakterien eher, da nicht so die Viren, eher die Bakterien, die bakteriellen Erkrankungen, auch die Sepsis oder Milzbrand und weiß Gott was, wahrscheinlich auch Tuberkulose und so weiter. Und die hatten Erfolg. Und das war dann die haben pflanzliche Antibiotika damals hergestellt. Pflanzliche Antibiotika. Und das hat offensichtlich funktioniert. Und wir wissen heute, aus der heutigen Zeit, auch aus Studien, dass unter anderem der multiresistente Staphylococcus aureus, MRSA, dieser Krankenhauskeim, den kenne ich noch aus meiner Krankenhauszeit damals, habe ich ja als Intensivmediziner, als Stationsarzt auf der Intensivstation gearbeitet, hatten wir immer oder oftmals ein Quarantänezimmer für diese MRSA-Patienten. Ich erinnere mich noch genau, und da haben die trotzdem starke Antibiotika bekommen, und der ist ja multiresistent gegen Antibiotika, dieser Staphylococcus. Und es gibt Studien, dass sehr wohl die Kräuterheilkunde, die Pflanzenheilkunde, den multiresistenten Staphylococcus aureus zu 100% heilt. Und da habe ich ja auch schon pflanzenheilkundliche Elixiere hier auf diesem Kanal gepostet, und die habe ich natürlich auch zum Teil abgekupfert von diesen pflanzenheilkundlichen Medikamenten, worüber es die Studien gibt. Ja, und alles, was antiviral wirkt, wirkt antibakteriell in der Pflanzenheilkunde und auch andersherum. Ja, wir schlagen hier immer zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist interessant. Das hat mich sehr interessiert. Deswegen sind wir extra in dieses Kloster gefahren, und ich habe mir die genau geguckt, was die in dieser Klosterapotheke heute noch herstellen, die Mönche, nach alten Rezepten. Und die haben damals schon auch im Mittelalter die Rezepte von der Hildegard von Bingen gehabt. Die haben damals schon nach Hildegard von Bingen gearbeitet. Einen riesengroßen Kräutergarten hatten die, den habe ich mir auch angeschaut. Da waren also mir sehr viele bekannte Kräuter. Da auch unter anderem mir bekannt aus der Homöopathie, also es war natürlich ganz toll für mich. Hat mir sehr gefallen, und ich habe auch einige Kräuterelixiere dort gekauft. Und werde die mal ausprobieren und werde mal genau gucken, was drin ist, und werde die dann auch nachbauen und es dann natürlich hier auch auf diesem YouTube-Kanal gerne auch dann zeigen, was da drin ist und wie man die auch selbst herstellen kann. Dann sind wir weitergefahren in irgendeinen kleinen Ort, der war nicht mal so sehr touristisch. Wir hatten nämlich dann Hunger, und ich habe mal wieder gemeint, ich wüsste es besser, als meine Frau sagte, komm, wir lass uns einen Hummus mitnehmen oder ein bisschen Obst für die Fahrt und für heute. Ich sagte, komm, lass mal, geht schon. Völliger Blödsinn mal wieder. Ich hätte doch ein bisschen weiterdenken sollen. Wir haben wirklich Hunger dann irgendwann gehabt. Es war schon 2 Uhr nachmittags, und wir sind heute Morgen schon losgefahren zu diesem Kloster und dann weiter. Und wir haben dann in diesem Dorf, wo wirklich, ich schätze mal, schon so 8, 9 Bistros, Restaurants, Trattorias, wie man hier sagt, waren, geschaut, ob es irgendwo was zum Essen gibt, was genehm für uns ist. Also möglichst vegan, möglichst glutenfrei. Über Bio brauche ich gar nicht reden, das ist natürlich Quatsch, das kann man hier natürlich vergessen. Nach dem ersten Anlauf hingesessen, Karte angeschaut, wieder gegangen. Zweiter Anlauf hingesessen, Karte angeschaut, gut, versuchen wir es mal. Ich habe dann gedacht, ich bin besonders schlau und nehme jetzt mal eine Suppe. Da gab es eine Kichererbsensuppe. Meine Frau sagte noch, nimm die nicht. Sie hat ein komisches Gefühl. Ich sagte, ich nehme sie. Mal wieder.
Okay. Und dann, meine Frau hat dann in der Not einfach so Bruschetta genommen. Das sind so Brote mit Tomaten drauf, ja. Und ein bisschen Olivenöl. Und ist Gluten dabei, aber das war eine Notlösung. Es gab nichts anderes. Nur Fleisch, 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 Pasta, Pizza, Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und ich habe mich mal umgeschaut, um mich herum. Die Leute haben alle Fleisch gegessen. Die neben uns, die hat irgendwie so rohes Fleisch, so riesen, also das war ein riesen Berg Fleisch mit rohen Stücken. Also das kann nicht gesund sein, Entschuldigung. Ja. Und Salami und alten Käse, also Histamine ohne Ende und weiß Gott. Und klar, dann schaut man sich die Leute an, zum Teil sehen die noch gesund aus, aber das ist ja nur eine Momentaufnahme. Das Drehbuch kann man dann im Prinzip schon schreiben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten 10 oder 20 Jahren bei den jüngeren Leuten oder bei den etwas älteren, vielleicht schon etwas früher, die Wahrscheinlichkeit, was passiert, die liegt natürlich höher als wie von den Leuten, die sich jetzt eher gesund ernähren. Aber ich sehe halt wieder hier dieses Bewusstsein für die Ernährung, die gleich null ist. Und glaub bloß nicht, dass dieses ganze Fleisch und die ganze Wurst und Salami und weiß Gott, was die da alles Schinken und so weiter essen und verkaufen, dass das auch nur ansatzweise Bio ist und von glücklichen Kühen oder Schweinen. Natürlich nicht. Also das ist schon so grenzwertig, muss ich sagen. Und dann kam also meine Kichererbsensuppe und ich sage, um Gottes Willen, wie sieht denn die aus? Ich nehme einen Löffel und sage, schmeckt nicht. Ich habe schon gerochen. Meine Frau sagt, liegen lassen, du isst da nichts mehr davon. Ich habe dann noch ein paar Löffel gegessen, habe ich es wirklich sein lassen. Sie hat überhaupt nicht gut geschmeckt, auch nicht gut gerochen und die Suppe selbst, die Flüssigkeit, die war reines Fett, reines Fett. Also ich habe sie dann stehen lassen, ich habe die 9 Euro dann natürlich trotzdem bezahlt, die die Suppe gekostet hat, aber das war natürlich nichts. Also es ist sehr schwierig, gute Nahrung zu finden. Natürlich in Deutschland, auch Österreich, Schweiz gibt es viele Bio-Supermärkte und auch in den normalen Supermärkten gibt es schon gute Bio-Abteilungen. Sogar hier in Italien gibt es in den Supermärkten schon gute Bio-Abteilungen, muss man sagen. Man findet da dann schon was, aber im Restaurants, Bistros und Ähnlichem ist es wirklich schwierig. Das möchte ich sagen und da gehe ich ganz frei nach Rüdiger Dahlke. Wenn ich nichts Ordentliches und Gesundes zum Essen finde, dann faste ich lieber. Na, dann trinke ich halt ein bisschen Wasser und faste. Das ist dann auch gesund. So habe ich es heute übrigens gemacht. Ich habe dann heute den ganzen Tag, jetzt ist es 6 Uhr abends, ich habe den ganzen Tag einfach nichts gegessen. Geht auch. Zur Not. Ja, zur Not. Bei mir jedenfalls. Bei mir persönlich. Ja, das ist halt das Bewusstsein der Menschen für die Ernährung. Das sehe ich ja tagtäglich und ich sehe es ja seit 16 Jahren in meiner Praxis, sehe ich auch die Erkrankungen, die unter anderem durch die falsche Ernährung dann entstehen können. Und da habe ich natürlich dann schon einen Blick dafür und bin da ein bisschen vorsichtig und sage, okay, das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich jetzt mich hier auch auf dieses Ernährungsniveau begebe, will ich sagen. Ich möchte nicht sagen herablasse, weil es ist keine Kritik um Gottes Willen, nein. Aber auf dieses Niveau begebe, das halt bei mir so ein bisschen da liegt, wo ich nicht hin möchte. Und ich darf dich, dein Bewusstsein, da hier vielleicht erweitern und dich vielleicht auch ein bisschen motivieren, dass du auch bewusst auf deine Ernährung achtest und schaust, dass du eben die schlechten Fette reduzierst. Schaust, dass du nicht so viel Toxine in der Nahrung aufnimmst, dass du kein Hahnenwasser oder Leitungswasser trinkst, dass du schaust, dass du möglichst so wenig wie möglich tierische Produkte isst. Dazu gehören auch Eier und Milchprodukte und Fleisch und auch Fisch, der mit toxisch belastet ist, leider. So wenig wie möglich. Das sind viele Hormone, Östrogene, Toxine drin. Das ist nicht gut für uns und insbesondere in den heutigen Zeiten nicht. Es gibt provirale und probakterielle Ernährung. Es gibt antivirale und antibakterielle Ernährung. Und es gibt Nahrungsmittel, die sind so in der Mitte, die machen nichts. Sie sind neutral.
Und da habe ich ja auch schon Videos drüber gemacht. Dann kannst du mal schauen, was hier die richtigen Nahrungsmittel wären. Und es kommen noch mehr Videos drüber, ganz sicher. Mit diesen Worten und in diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Gesundheit und bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen und freue mich, wenn wir uns wiedersehen vor der Kamera. Alles Gute dir!